Manuel Neuer vor dem Schalke-Spiel in einer ungewohnten Position. Hinter dem Tor statt davor. Der Rollenwechsel aber nur für ein Fotoshooting. Am Samstag wird der Bayern-Keeper wieder im Kasten und damit im Mittelpunkt stehen. Schalke 04. Oder Gegenwart trifft Vergangenheit. Ich freue mich immer wieder, gegen Schalke zu spielen, und ich freue mich, die Jungs zu sehen, alte Bekannte zu treffen. Auch nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitarbeiter. Und für mich ist es immer was Besonderes, und wir haben schon Probleme gehabt beim Hinspiel auf Schalke, und es ist ein sehr gefährliches Spiel und ein guter Gegner. Seit 2011 ist der gebürtige Gelsenkirchener nun ein Bayer. Aber seine Wurzeln hat er nicht vergessen. Und so ist der 30-Jährige trotz aller Erfolge fest mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Ich denke mal erstmal, dass wir eine sehr gute Erziehung genossen haben, mein Bruder und ich, und dass man sich alles selber erarbeiten muss und dass man nicht viel geschenkt bekommt. Und das ist das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, dass man was tun muss, was machen muss, und, um auch was zu bekommen. Der Weltmeister, ganz privat, seltene Einblicke. Gassi gehen mit seinem Hund im neuen Zuhause am Tegernsee. Abschalten. Das Schönste ist, glaube ich, wenn man nach Hause kommt und egal dann wie vielleicht bei einem persönlich die Stimmung ist, der Hund freut sich immer und begrüßt sich immer gleich, und die Freude ist immer groß, und dann sind die anderen Dinge auch manchmal unwichtig, und dann genießt man einfach nur den Moment, dass der Hund dich immer freundlich begrüßt. Aber nicht nur sein Hund steht hinter ihm, sondern auch Millionen von Fußballfans. Und auch vor der Werbefilmkamera überzeugt Manuel Neuer mit besonderen und vielleicht ja auch ausbaufähigen Qualitäten. Der ein oder andere Regisseur hat gesagt, dass ich Schauspielkünste in mir habe, aber ich denke, dass ich immer schon über den Tellerrand hinausschaue und dann mir ganz gut überlegen muss, was dann nach der Karriere passiert. Aber bis dahin ist es noch ein wenig hin, denn der Reiz am Spielen ist bei ihm noch immer riesengroß.